Jo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Neuzugänge. Ja, heute machen wir weiter mit den Paketen, mit den VCR-Kassetten. Ich habe mir hier schon mal zwei wieder hingelegt. Und ja, fangen wir gleich mal an und schauen wir mal, was da so drin ist. So, mal schauen. Aha, Klebeflecken. Habe ich das falsche Paket erwischt. Ja, auch nicht schlecht. Das sind hier Video 2000 Kassetten. Ja. Na nee. Was gibt's denn da zu sehen? Ja. Dann gucken wir uns erstmal die einfach an. Ja. Video 2000 Kassetten, so wie es aussieht, sind die auch noch VHS. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren hier sogar auch ein paar VCR-Kassetten mit bei. Ich hole die mal raus. So, Karton ist geöffnet, hat alles rausgeholt. So ein paar VCR-Kassetten waren dabei, sogar ein paar Beta und ja, hier vorne noch. Die nehme ich jetzt mal als Podest für die Kamera, als Stativ. auch noch Video 2000 Kassetten. Ja, fangen wir mal an hier. BSF. Haben wir hier eine VCR-Kassette? Fällt auch gleich auseinander. Carnapping. Ja. Muss ich gleich mal wieder zusammenpacken, die Dinger. Hier guckt schon was raus. Unbekannte Filme, Charlie Chaplin. 1 und 2. Unbekannt. Ja, legen wir mal so auf. Dann haben wir hier noch eine Philips. Ja, da ist auch schon was drin. Benny Goodman Story. Ja, die Beleuchtung ist hier wieder ein bisschen suboptimal. Wieder mit den Leuchtstoffröhren von da hinten. Und von der Seite, da ist nur ein Fenster, aber das bringt auch nicht viel Licht. Die will gar nicht aufgehen. Telezoo, Leben aus dem Ei. Aha, Eigrößen und so weiter. Auch nicht schlecht. Ah, da liegt mal kein Zettel drin, da ist nur hier drin das aufgeschrieben. 18 Stunden bis zur Ewigkeit. Ja. Dann. Ja, hier steht so was drauf. Welt der Tiere. Der Dingo Australiens. Und Welt der Tiere. Ist das hier schön her? Der Schauspieler oder? Über Spinnen irgendwas jedenfalls. Ja. Dann haben wir hier. Da steht nichts drauf. Hier steht auch nichts drauf. Ja. Dann einmal eine Unbekannte. Dann haben wir hier nochmal was. Mein Freund der Otter.
Amerikanischer Spielfilm. Das ist irgend so ein Disney oder was war das? Und die letzte VCR, das ist diese hier. Ah, da liegt wieder etwas drin. Und zwar... Erde 2000 oder sowas? Oder was heißt das? Bundesgartenschau. Pflanzen und Tiere zusammenleben. Ja, irgendwie sowas. Gut, dann hole ich mal eben die anderen noch, obwohl das keine VCR-Kassetten sind, aber gucken wir uns die auch mal eben kurz zwischendurch an. So, dann machen wir mal weiter mit Video 2000 Kassetten, die da auch mal drin waren. Ja, richtig schön hier mit Rundighüllen. Die sehen auch noch richtig gut aus, sind noch nicht zerdrückt und sonst was. Und ja, hier ein so ein kleiner Aufkleber drauf, aber den kann man ja zur Not auch noch abmachen. Jetzt sind die wieder wie neu. Eine 9 steht da drauf, mehr aber auch nicht. Ja, die muss ich wieder mal angucken. Dann haben wir hier, hier noch richtig schön mit den Aufklebern drin. Auch nicht benutzt. Steht auch wieder nichts drauf. Hier auch wieder. Mit den Aufklebern, sehr schön. Sissy. So, dann. Steht hier was? Ja, da steht irgendwas. Wunder der Erde oder sowas? Ja, wird wahrscheinlich Wunder der Erde oder so sein. Jersey oder Jerry? Nee, Jersey. Irgendwas mit Jersey. Abenteuer zu. Irgendwas mit Jersey oder so. Dann. Ah doch, da oben, da steht was. Ich dachte gerade, da steht nichts, aber. Kann ich nicht lesen. Irgendwas Handschriftliches. Dann mal so eine normale Hülle, wie man die von VS her kennt. Lorenz von Arabien. Ja, auch ganz bekannt. Ne? Und dann haben wir hier noch eine. Aha. Markkauf. 1,98 Mark. Der wohl Mark gewesen sein, ne? Ja. Ah, hier steht was. Eines Tages Nero irgendwas, aber das ist schon abgerissen hier wieder. Habe ich schon extra weggelegt, weil da musste ich vorsichtig sein. Hier gibt es nackte Tatsachen. wie hieß der Film denn jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. Habe ich da extra geguckt. Kann ich nicht lesen, weiß ich auch nicht. Ja, der hieß hier irgendwie anders, glaube ich. Ich guck mal eben nochmal. Du oder ich von. Steht das da? Nee, weiß ich nicht. Du oder ich heißt der Film jedenfalls, der da drauf ist. Ja, dann. Achso, dann kann ich auch gleich die nehmen hier. Dann haben wir hier noch so ein paar Beta-Kassetten. Eurocops oder sowas. Ja. Eurocops. Ja, da steht gar nicht. Steht gar nichts drauf, aber sind auch nur Aufkleber mit dabei. Da
Ja, eine 830er, was haben wir denn da? Auch nur die Aufkleber. Steht auch nichts. Steht nichts. Dann noch eine 500er, da steht aber was. Tatort. Irgendein alter Tatort. Steht aber nicht welcher. Und dann haben wir auch noch zwei VHS-Kassetten damit beigehabt. Der Paul 1955, ja, der Briefträger, achso, Heinz Rühmann-Filme sind das. Hier steht's. Und eine haben wir noch. Auch eine VHS. Die Bestie, Schloss des Schreckens oder sowas. Horror. Ja. Gut, dann war es das mit dem Paket. Gehörte eigentlich gar nicht zu diesem großen Paket mit diesen 500 VCR-Kassetten. Das war jetzt eins, was ich mal so irgendwann bestellt habe. Das hat sich da wohl irgendwie zwischengeschlichen, keine Ahnung. So, nächstes Paket. Das sollte aber ein richtiges sein. Aus der Sendung, aus der Lieferung. So, dann schauen wir mal. Aha. Ja, so sieht das aus. Aha. Ja, ich hole die mal raus. So, weiter geht's. Dann haben wir hier einmal Timeslip, 100 Minuten. Ja, Timeslip. Dann steht hier nur LVC. Hard boiled. Der ist nur noch gar nicht so alt, oder? Dann haben wir hier irgendwas mit Schloss oder sowas. Nee, der ist schon. Die Schöne und das Biest, da. Aha. 80 Minuten. Schlafwandler, Stephen Kings. Aha. Operation Broken Arrow. Täusche ich mich da oder sind die nicht so alt, die Filme? Das ist ja komisch. Hier kann man irgendwas ganz schlecht erkennen. Ja, weiß ich auch nicht. Was ist das jetzt? Der. Irgendwas getisst hinten. Boah, die will gar nicht raus hier. The Crow? Mission Impossible? Er wird wahrscheinlich der Alte noch sein oder so, ne? Ich hatte letztens auch hier rauf geguckt, irgendwo da stand irgendwas von Fast and Furious. Das war aber auch dieser ganz alte Fast and Furious, nicht diese neue Reihe, die da mal später dann kam. So und so live. Shocking Asia live. Irgendwas mit Land.
ich nicht lesen. Weiß ich auch nicht. Hier steht Gespenster. Boah, wie sieht die denn aus? Vom Kleber irgendwie zerfressen, die Hülle. Boah, hier auch. Das Gespensterhaus. Hier steht auch was. Was ist das denn wieder? Keine Ahnung. Django. Und für eine Handvoll Dollar. Okay. Ja gut, die sollten ja bekannt sein. So, dann haben wir hier noch Männerpension. Und dann noch einmal ja, irgendwas. Kann ich wieder nicht lesen. Ich hole mal den Rest. So, dann machen wir mal weiter. Hier haben wir eine BSF. Oh, die sieht auch schon mitgenommen aus. Da steht auch nichts drauf. Dann haben wir hier Steiner, das Eiserne Kreuz. CL-Kassette. Aha. Ist ein Aufkleber halb rüber geklebt. Steht aber auch nichts. Muss ich mich auch mal überraschen lassen. Dann. Oh, ja. Der. Oh, so und so. Kann ich auch nicht lesen. Ja, hier auch wieder mit Bleistift oder so, ganz schwach. Ja, hier steht auch irgendwas. Der. Ja. Kung Fu oder sowas. Irgendwas mit Bronze. Hier habe ich noch welche. Kann ich auch wieder nicht lesen. Ist nur so schwach drauf geschrieben mit Bleistift. Nacht des Grauens oder sowas, oder? Und irgendwas mit. Ja, weiß ich auch nicht. Das obere kann ich auch nicht lesen. Dann, da ist irgendwas durchgestrichen ist. Inferno irgendwas. Ja. Irgendwas mit Inferno. Ah, hier ist schön dunkel geschrieben mal. Beichtet, Freunde. Halleluja kommt. Und New York. 1991. Ist die Aufnahme von 1991 oder heißt der Film irgendwie so New York 91 oder sowas oder Doku oder so? Was haben wir denn hier? Sturmfahrt nach Alaska? Auch wieder nix. Und hier haben wir die letzte aus dem Paket. Ja, irgendwas.
Kann ich auch wieder nicht lesen. Ja, war ja wieder ziemlich durchwachsen. Weiß ich auch nicht. Ich muss die Dinger wirklich dann mal sichten und gucken, was da wirklich so drauf ist und ja, ob das was Gutes ist oder nicht oder wie auch immer. Ich glaube, 2 große Pakete habe ich hier noch stehen und die anderen müssten auch die Tage noch eintrudeln aus dieser Sendung hier, aus der großen Bestellung. Ja, dann mache ich jetzt mal wieder Schluss an dieser Stelle. Die SD-Karte ist auch schon wieder fast voll. Ja, dann bis die Tage, bis zur nächsten Folge. Tschüss.